Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Division 2 hier bei mir auf dem Kanal. Wir spielen die Fahndung Broken Wings und wir sind auf der Suche nach dem letzten Mitglied, das als Geisel genommen wurde, bevor wir uns dann wirklich um Mari Singh kümmern können. Wir müssen uns erst noch um Lauren Fong kümmern und wenn wir die gerettet haben, dann suchen wir Mari Singh. Dann haben wir nämlich 100%. Dann geht es sozusagen dann zur Hauptperson hier in dieser Mission. Aber wir müssen erst noch, ja, Lauren Fong, von der ich noch gar nicht weiß, was die denn für eine Spezialfähigkeit hat. Denn wir haben einen Piloten, eine Technikerin und einen Arzt bis jetzt gerettet, so wie ich das gesehen habe. Und dann bin ich mal gespannt, was uns Lauren Fong helfen kann, entsprechend in unserer Siedlung das Ganze aufzubauen. Wir müssen auf jeden Fall jetzt den nächsten Kopfgeldeinsatz machen. Und ich sehe schon, das wird etwas schwieriger, weil um dahin zu kommen, müssen wir uns um die Buben da hinten kümmern. Denn wir müssen Juliet 2 müssen wir, ja, ich sag mal, befragen. Mal schauen, ob es zu einer Fragestunde kommt. So, da ist nichts. Die kommen auf uns zu. Ah, nee. So, und jetzt habe ich nah beim Ziel. Das ist ein bisschen schwierig hier im Dunkeln. So, jetzt haben wir ihn. Und weiter geht's. Wir haben ja schließlich nicht den ganzen Tag Zeit. Für die nächsten 200 Meter haben wir noch 11 Minuten. Und ihr wisst ja, wie schwer ich mich manchmal tue mit Eingängen und Ausgängen. So, da will ich eigentlich gar nicht vorbei. Da können wir rein. Aber hilft uns das? Nee, da vorne stehen die Jungs. Ah, da ist eine... Ich überlege jetzt gerade, kommen wir vielleicht dann da irgendwie durch? Dass wir da ein bisschen was abkürzen können? Oder wo geht's da lang? Ja, da geht's da hinten lang. Hm. Okay. Ach, shit. Zivilisten in Gefahr. Ja, das ist nicht gut. Da ist dieser Kontrollpunkt. Und wenn ich das richtig gesehen habe, kommen da jetzt gerade welche. Ja, ja, da läuft nämlich eine Patrouille bzw. ein Versorgungsgedönsen-Palaver. Und mit denen wollen wir eigentlich gar keinen Stress. Das brauchen wir nicht. Wir haben schon eine Mission, die wir erfüllen müssen. So. Genau. Ziel in der Nähe. Ah ja. Okay, Ziel in der Nähe. Hm. Ja, was heißt jetzt wieder in der Nähe? Da unten? Kontrollpunkt wurde entdeckt. Ja, das ist das da. Da wollen wir aber nicht hin. Da wollen wir hin. Ja, ja, da wollen wir hin. Da sind wir gut aufgehoben. Was natürlich jetzt auch wieder heißt. Eieiei, da sind auch welche. Das war mir klar. Oh Mann, Mann, Mann. Das kann wieder eng werden. Da kommen sie nämlich von links und von rechts.
Ja, dann laufen wir mal hier lang und gehen jetzt erstmal hier in Deckung. Ah. Wo ist denn eigentlich unser Dröhnchen? Hol dir den. Beschäftige den. Dann kann ich mich nämlich um den da kümmern. Okay. Ah ja. Eieieiei, das kann ja eiter werden. Da sind wir von der falschen Seite gekommen, habe ich so den Eindruck. So, wir müssen aufpassen, dass die da hinten nicht kommen. So, wo ist denn unser... Also, dass die vom Kontrollpunkt nicht hier mitbekommen, dass wir hier Action haben und dass sie sich dann hier einmischen wollen. Ja, hier nichts über die Flanke. So, ich muss hier über die Flanke. So, jetzt haben wir sie, glaube ich, alle vor uns und keinen mehr hinter uns. Ach du Schande, da kommt noch welche. Aber da ist frei. Feindlicher Kontrollpunkt entdeckt. So, komm. Ah. Jetzt ist gut, oder? Immer noch nicht. Sehr schön. Jetzt haben wir sie. Jetzt können wir uns um die Kollegin kümmern. Was war das jetzt schon wieder? Okay. Okay, nehmen wir mit. Und jetzt, glaube ich, geht's hier rein, ne? Was ist denn das jetzt schon wieder? Ah, der ist von uns. Okay. Damit bin ich zufrieden. So, jetzt müssen wir irgendwie... Ach, das ist bestimmt da unten, gell? Dumm. Ja, ja. Ach ja, das ist dieses Batteriegedönsen, oder? Dieser Shop. Ja, da haben wir auch schon den Arsch voll gekriegt. Ja, ist klar. Steht hier rum. Wird sich gleich wundern, warum da jetzt was hingeflogen kommt. So. Ach du Schande, ist sie ja schon, oder? Nee, das ist eine andere. Ja, dann gehen wir auf der Seite hoch. Ziel erledigt. Gute Arbeit. Ja, das war es noch gar nicht. Arbeit, Agent. Nee. War es das wirklich schon? Geisel gefunden, Kopfgeldeinsatz verfügbar. Okay, District Union Arena, okay. Aber ich glaube, da ist noch was oder ist alles weg? Es ist alles weg. Das gefällt mir gut. So, was haben wir denn hier noch? Munition. So. Was haben wir? Wie viel? Ah, 6 Schuss, okay. Ach, da oben ist noch was. Ach, Blödsinn, das ist nicht da oben. Das ist direkt hier hinten dran, oder? So, also, dann schauen wir mal, wo wir jetzt hin müssen. Da können wir bestimmt auch ein bisschen schneller unterwegs sein, weil ich vermute, wir müssen jetzt hierher, oder? Also, so hieß es doch.
Kopfgeldeinsätze? Hä? Ich bin irritiert. Okay. So, Mike Doc Valentino. Hört sich mir alles so ein bisschen italienisch an. Kopfgeldeinsatz aktivieren. Übernehmen. 14. Okay, dann bestätigen wir. Wie weit müssen wir denn? Können wir irgendwas? Wir gehen über den Kontrollpunkt. Dann müssen wir nämlich hier nicht durch die anderen Dinger da. Und dann schauen wir mal, was er uns zu bieten hat, der Kollege. So, ist denn schon markiert? Der Weg ist schon markiert. So, wo müssen wir lang? Links oder rechts? Links oder rechts? Das Beckenbauer 1 sich frug, wohin er das runde Leder flanken sollte. Wir müssen nach links. Die Kollegen gehören zu uns. Die stellen keine Bedrohung dar. Ich sag nur Servus. Ja. Nicht mit der Waffe auf Menschen richten, ne? So. Hier fehlt was? Schokolade? So, hier laufen überall Tiere herum. Ist ja so ähnlich wie bei I'm Legend. Ach ja, das wird interessant. Das wird interessant. Ja, ist klar, ne? So, wo finden wir jetzt hier eine vernünftige Position? Lauren hat mit Mari an der Aquaponik gearbeitet. Es sieht fast so aus, als wollte Sokolova unsere Leute für ihre Operation einsetzen. Erledigt. Ziel angegriffen. Drohne hat uns vorgenommen. Oh, ich muss da aufpassen. Ich muss da aufpassen. Oh ja, da hinten kommt wieder... Oh, und irgendwas hat mich getroffen. Ja, da ist wieder so ein Scharfschütze. Gefällt mir gar nicht. Ja, da oben ist er. Irgendwo da oben. Aus dem Ding vom Scharfschützen raus. Dann kann er uns nichts anhaben und dann lassen wir die anderen hier ein bisschen arbeiten. So, immer hinten auf den Rucksack. So, jetzt haben wir das Teil hier noch. Da sind noch ein paar unterwegs. Da sind noch einige unterwegs. Natürlich der Scharfschütze. So. Da ist er.
Ja, die Idee war gut, aber die Ausführung war schlecht. So, da hinten haben wir noch einen. Das wird aber hoffentlich nicht mehr der Scharfschütze sein. Nein, das ist nicht mehr der Scharfschütze. Okay. Dann müssten wir hier den Teil soweit erledigt haben. So, und dann können wir auf jeden Fall... Wie sieht's aus? Haben wir da noch Material? Nein, da haben wir keins mehr. Wo ist Moon? Die Moon ist irgendwo da. Ja klar, da wo es reingeht. Jetzt wird's nämlich spannend. Jetzt wird's lustig. So, da hat's nichts. Wie sieht's aus? Sind meine Fertigkeiten wieder ready for Takeoff? Was? Ich gehe mal hier nach vorne. Granate fliegt. Ja, das mag sein, aber oh ja. Okay. Und wieder runter. Schön in Deckung bleiben. Schön in Deckung bleiben. Wofür haben wir denn unsere Drohne? Soll die ihre Arbeit machen? So, da ist noch was. Genau, dann nehmen wir hier ihn mal mit. Und dann gehen wir mal langsam nach vorne. Okay. So, wie viel haben wir? 134. Okay, da ist nichts mehr. Dann arbeiten wir ein Stück und zwei davor. Ich hätte sie gern lieber da drüben hingeworfen. Oh ja, da schießt irgendwas. Das macht richtig Stress hier. Shit. So, der ist aus dem Spiel genommen. So, da haben wir noch so einen Klotz, gell? So ein... Spubele da. Gegnerisches Funksignal abgefangen. Der einzige Grund, die Verglasung der Autos umzubauen, wäre die Einrichtung von Aquaponik, wie bei uns im Schloss. Der Nährboden filtert das Wasser und recycelt es für die Fische. Lauren ist ihre Gefangene, aber es hört sich mehr an, als würde sie Black Tusk beim Aufbau von Aquaponik beraten. Was zum Henker ist hier los? Aha. Ja, das sind, sind wir ja richtig mal gespannt. Was ist denn hier nur los? Tja, Freunde, das heißt, diese Frage werden wir in dieser Folge wohl nicht mehr beantwortet bekommen. Mike Doc Valentino muss noch ein bisschen auf uns warten, aber ich bin mir sicher, wir werden es in der nächsten Folge dann wissen, was hier los ist und warum hier beraten wird. Auf jeden Fall scheint sie auch eine Technikerin oder eine Biologin oder irgend sowas in der Richtung zu sein. Jedenfalls auch was ganz, ganz Wichtiges, was benötigt wird. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zusehen
und für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat wieder mal ein bisschen Spaß gemacht. Wir werden uns in der nächsten Folge dann, wie gesagt, Doc Valentino dann zuwenden und dann mal schauen, wie es hier weitergeht und was wir für unser Schloss, für unsere Basis tun können. Ich sage Dankeschön, bis zum nächsten Mal, euer Baden-Farmer.